Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem wahrscheinlich spontansten Video, das ich jemals gedreht habe. Heute möchte ich mit euch über hormonelle Verhütung, besonders über die Verhütung mit einer Hormonspirale sprechen und euch meine negativen Erfahrungen nennen. Und eins vorweg, es wird wahrscheinlich viele Menschen geben, die sich an den Kopf fassen und dieses Video abgrundtief eklig finden werden, die der Meinung sind, dass solche Themen nicht im Internet öffentlich zur Schau gestellt werden sollten. Und die das einfach nicht nachvollziehen können. Ich möchte die Leute bitten, an dieser Stelle das Video bereits abzustellen, denn ich werde meine transparente Meinung, auch wenn sie negativ ist, auch wenn es viele persönliche Daten von mir sind, jetzt hier veröffentlichen, um einfach Leuten zu helfen, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich eine Hormonspirale legen zu lassen. Aber erstmal von Anfang an. Ich habe mit der Hormonspirale Kylena oder Kylena, je nachdem wie man das aussprechen möchte, verhütet. Das ist eine Hormonspirale, die damals noch relativ neu auf dem Markt war, die recht günstig war für die Dauer, die sie in einem drinnen verbleiben konnte. Und zwar war sie dafür da gewesen, 5 Jahre zu schützen und zu verhindern, dass man schwanger wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe eher ein schlechtes Verhältnis zu Frauenärzten. Also meine allererste, die hat mich da wahrscheinlich ein bisschen geprägt, die war sehr grob gewesen, eher herrisch und ich habe mich da als junge Frau oder als Jugendliche nicht wirklich gut aufgehoben gefühlt und habe dann irgendwann beschlossen, ich gehe da einfach nicht mehr hin. 2017 habe ich dann aber doch mal den Weg in eine andere Frauenarztpraxis gefunden und ich mochte die Frauenärztin sehr gerne. Sie hatte eine gute Bewertung gehabt im Internet. Sie wirkte aufgeschlossen und sehr freundlich. Und ich habe mich eigentlich sehr gut aufgehoben gefühlt. Und es war klar, das wird meine neue feste Frauenärztin werden. Sie hat mich dann gefragt, wie ich denn verhüte. Und ich meinte, naja, so mit Kondomen halt, wie man das so macht. Habe ja auch gesagt, dass ich die Pille damals nicht so gut vertragen habe, dass ich die eher nicht mochte. Und dann wollte sie von mir wissen, ob sie mir vielleicht ein paar Tipps geben kann oder Hinweise, was es denn mittlerweile noch so alles Neues auf dem Markt gibt und was vielleicht für mich in Frage kommen würde zur Verhütung. Und dann dachte ich mir, gut, glaube ich, ja klar, wieso nicht? Sie kann mir ja mal was erzählen. Und dann hat sie mir von einer Hormonspirale erzählt und meinte aber, dass es ihr bewusst ist, dass ich eigentlich nicht hormonell verhüten möchte. Aber diese wirke ja nur lokal und hätte eine ganz niedrige Dosierung. Es würde sich nicht auf den Körper auswirken und hätte trotzdem alle Vorzüge, die hormonelle Verhütung mit sich bringen. Das bedeutet eine geringere bzw. gar keine Regelblutung mehr. Und man müsste sich um nichts mehr kümmern. Es gäbe keine Komplikationen. Also wenn man zum Beispiel Alkohol trinkt oder sonstiges, dann kann es ja sein, dass die Pille nicht mehr wirkt. Und in diesem Fall wäre sie eigentlich fast zu 100%ig sicher. Es gibt nur ganz, ganz wenige Fälle, wo das nicht so war. Und es wäre eigentlich perfekt für mich geeignet gewesen. Sie hat mir den Preis genannt. Ich glaube, es waren damals 300 Euro. Und dann habe ich überlegt und dachte mir, 300 Euro für 5 Jahre Dauer ist eigentlich eine coole Sache, man kann auf das Kondom verzichten. Wenn man in einer festen Partnerschaft ist, muss man sich da ja eh nicht so große Gedanken machen um sexuell übertragbare Krankheiten. Und dann dachte ich mir, ja, wieso nicht? Dann wurde der Termin gemacht, mir wurde die gelegt und dann begann eigentlich der ganze Ärger. Also zunächst hatte ich oft Unterleibsschmerzen gehabt und ich dachte mir, ja, okay, mein Körper muss sich erstmal an die Spirale gewöhnen, alles gut. Die Ärztin hat zu mir gesagt, ich solle dem Ganzen ruhig 4 bis 8 Wochen Zeit geben, um die ganzen Umstellungen und so durchzuleben. Und ja, ich habe geduldig gewartet. Meine Tage sind nicht ausgeblieben, sie sind geringer geworden, was ich sehr angenehm fand, weil ich immer sehr starke Menstruationsblutungen hatte. Und dann sind mir plötzlich Veränderungen an mir selbst aufgefallen. Es beginnt damit, dass ich Scheidentrockenheit hatte. Das heißt, ich bin einfach nicht mehr feucht geworden. Und wenn man ein erfülltes Sexleben haben möchte, ist das eher ungünstig. Der Partner weiß zwar, dass es an der Spirale liegen könnte, macht sich aber dann ja trotzdem noch Gedanken, ob er es plötzlich nicht mehr bringt oder so. Ihr kennt ja bestimmt solche Sachen und da spielt ja das Ego auch mit rein. Und dann war ich wieder bei meiner Frauenärztin und sie meinte, ist alles gut, das wird sich noch einpegeln, nur Geduld. Okay, weiter Geduld gehabt und dann habe ich gemerkt, es sind weitere Symptome hinzugekommen. Ich hatte oft Schmierblutungen zwischendurch gehabt und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich einfach
komplett meine Lust verloren habe. Es war nicht so, dass ich mich hätte freuen können, hurra, endlich keine Kondome mehr zur Verhütung, endlich spürt man sich völlig frei und es passiert trotzdem nichts. Es war einfach so gewesen, ich hatte keine Lust mehr, überhaupt nicht mehr, weder auf meinen Partner, weder auf mich, weder auf Pornos, noch irgendetwas, was mit Lust hätte zusammenspielen können. Ich war einfach komplett lustlos. Und das ist etwas in einer Partnerschaft, das macht einen wirklich fertig. Das hat nicht nur meinen Partner verletzt und gekränkt, sondern auch mich. Und dann bin ich wieder zu meiner Frauenärztin gegangen und meinte zu ihr, das kann doch nicht sein. Wie kann es sein, dass ich mich so stark verändere? Das muss doch an der Hormonspirale liegen. Das muss doch irgendetwas in mir verändern. Und da ist mir dann zum ersten Mal bewusst geworden, dass meine Frauenärztin anscheinend nicht so richtig die perfekte Ansprechpartnerin ist für mich. Sie hat gesagt, es müsse an mir liegen, es müsse an meinem Partner liegen, wir sollen einfach an unserer Beziehung arbeiten. Sie hat uns sogar kostenpflichtige Beratungsgespräche angeboten, damit wir unser Liebesleben wieder aufleben lassen können. Und ich dachte mir so, wir haben keine Probleme, ich habe halt einfach keine Lust mehr und das ist nicht normal. Hör mir doch endlich mal zu. Aber sie stand komplett hinter dieser Hormonspirale und meinte, nein, das liegt an dir, so eine Hormonspirale wird das niemals machen. Ja, und dann habe ich angefangen zu googeln. Natürlich habe ich mich auch vor dem Legen der Spirale damit beschäftigt, aber irgendwie bin ich anscheinend immer nur auf positive Beispiele gekommen, auf dieses, ach, alles ist so super, seitdem ich die Hormonspirale habe, alles so flexibel und einfach. Und als ich dann wirklich angefangen habe, nach Symptomen, die ich habe, zu googeln, bin ich fündig geworden und war sehr schockiert, was ich teilweise von anderen Leidensgenossinnen gelesen habe. Und dann habe ich nachgedacht und dachte mir, okay, du hast die dir vor kurzem erst gelegt, es ist noch nicht mal ein Jahr rum, du könntest sie noch 4 Jahre weiter benutzen. Und mir war es halt immer zu schade um das Geld, weil 300 Euro lege ich auch nicht einfach auf den Tisch. Und dachte ich mir, okay, vielleicht schafft das ja mein Körper noch irgendwie, sich einzupegeln. Aber ich muss sagen, bis heute hat sich das nicht wirklich verbessert. Es gab mal so kleine Hochphasen, aber die waren halt nicht zu vergleichen mit dem Menschen, den ich davor verkörpert habe. Aber das war noch gar nicht so das Schlimme für mich. Also das hat mich und meine Partnerschaft zwar belastet, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich auch mental verändere, dass ich mir überhaupt keine Dinge mehr merken kann, dass ich einfach total zerstreut und durcheinander bin, vergesslich bin. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, ich habe mich einfach so energielos und alles gefühlt. Und dann war ich auch beim normalen Hausarzt und der meinte, ja, vielleicht Vitaminmangel. Und dann haben wir da Tests gemacht. Ich habe so viel Geld bezahlt für diese ganzen privaten Leistungen, die die Krankenkasse nicht übernimmt, einfach nur um herauszufinden, was mit mir los ist. Und es war alles negativ. Es gab keinen Mangel, ich bin komplett gesund. Und ich dachte mir, was ist denn los? Habe ich Demenz? Wie kann ich mit 23 Demenz haben? Ich meine, es gibt ja frühe Stadien der Demenz, aber ich doch nicht. So, versteht ihr, was ich meine? Also es war einfach für mich selbst auch komplett unverständlich gewesen. Und dann habe ich wieder gegoogelt und dann bin ich darauf gestoßen, dass Konzentrationsstörungen auch durch die Spirale ausgelöst werden können. Und ja, ich werde von meinem Partner manchmal liebevoll Dori genannt, weil das so ähnlich bei mir ist, wie bei Findet Nemo, eben die kleine Dori, dass sie sich auch nichts merken kann. Und eigentlich muss ich dann sagen, das war so der Punkt, da hat es mir dann echt gereicht. Also ich habe mich komplett verraten gefühlt von der Frauenärztin, die scheinbar nur mit mir Geld machen wollte, um mir diese hormonelle Verhütung aufzuschwatzen. Ich habe mich verraten gefühlt von diesen ganzen Portalen, die die Hormonspirale als sicheres Verhütungsmittel ohne gravierende Nebenwirkungen preisgeben. Und dann habe ich den Entschluss getroffen, habe mir hier in Jena eine neue Frauenärztin gesucht. Nicht mit der Option, für immer bei ihr zu bleiben, sondern einfach nur, sie soll mir die Spirale rausholen und entweder passt es zwischenmenschlich oder nicht. Dann suche ich mir halt nochmal jemand anderes. Ich bin einfach müde geworden von dieser ganzen Geschichte und jetzt habe ich ein halbes Jahr auf den Termin gewartet und heute war der Termin. Sie hat mir die Spirale rausgeholt. Es war nicht so schmerzhaft wie das Einlegen, muss ich sagen. Also es hat kurz gezogen, aber es war okay. Das hätte ich, glaube ich, auch selber machen können. Nein, natürlich nicht, aber so vom Schmerzlevel her hätte ich mir das auch selber antun können. So, damit wir uns richtig verstehen. Und dann hat sie die rausgeholt. Und hatte noch nebenbei vorsichtig zu mir gesagt, und das ist jetzt für mich ein bisschen
Überwindung, das zu sagen, aber wie gesagt, ehrlich, wert am längsten, meinte sie, dass ich auch eine Pilzinfektion hätte. Und ich dachte mir, wie Pilzinfektion? Das geht doch nicht, weil es hat nicht gerochen. Ich habe jetzt keine besonderen Veränderungen bei mir bemerkt. Ich hatte keine Schmerzen. Wo kam plötzlich diese Infektion her? Und sie meinte dann zu mir, das könnte auch mit der Hormonspirale zusammenliegen, dass man einfach einen Pilz mit sich rumschleppt. Und als sie mir dann halt diese Symptome beschrieben hat, woran sie das festmacht, dass ich eine habe, dachte ich mir so, das ist doch immer so, nachdem ich meine Menstruation hatte. Und da war für mich so dieser Gedanke, oh mein Gott, ich hatte wahrscheinlich jetzt monatelang immer wieder eine Pilzinfektion nach meiner Menstruation gehabt, wegen der Spirale. Ich habe das gemerkt, dass ich irgendwie empfindlicher in der Hinsicht geworden bin, aber ich hätte nie gedacht, dass das wirklich so der Fall sein könnte. Sie meinte, naja, das ist jetzt auch keine krasse, aber sie ist halt da und sollte behandelt werden. Und das war jetzt praktisch für mich das Ende des Kapitels Hormonspirale. Und wie gesagt, das war jetzt ein sehr freies, persönliches Video. Ich habe jetzt nicht irgendwie noch stundenlang vorher recherchiert oder mir irgendwie einen Plan gemacht. Das ist einfach nur meine Erfahrung, die ich mit Kalina gemacht habe. Und ganz ehrlich, ich würde sie keinem Menschen empfehlen. Es ist einfach so, dass eine Hormonspirale nicht lokal wirkt. Das erzählen dir alle. Aber schon 2 Stunden nach dem Legen kann man diese Hormone überall im Blut nachweisen. Eine Hormonspirale ist vielleicht ein bisschen unkomplizierter als eine Pille, aber eigentlich ist die Wirkung die gleiche. Ich werde jetzt erstmal gar nicht mehr auf dieser Basis verhüten. Wir werden jetzt wahrscheinlich wieder zu den guten alten Kondomen zurückkehren. Und ich fühle mich gerade richtig leer und irgendwie verraten, irgendwie benutzt. Ich kann euch ja jetzt, dadurch, dass es ja ein recht spontanes Video ist, ich kann euch noch nicht sagen, wie ich mich wieder verändern werde. Ich hoffe einfach, dass meine Konzentrationsfähigkeit und mein Gedächtnis wieder sich verbessern und zurückkehren. Und dass meine Stimmung sich ein bisschen aufhellen wird. Und ja, dass ich einfach mich wieder freier fühle und mehr als ich selbst ohne diesen Fremdkörper, der mich irgendwie gesteuert hat die letzten Jahre. Es war kein leichtes Video für mich, aber ja. Ich danke euch, dass ihr es angeschaut habt und ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.